Oh mein Gott. Ich hätte fast auf Stream gedrückt, anstatt Aufnahme. Oh, Alter, was geht ab, Leute? Hier? Wir flackern. Was ist da los? Auf jeden Fall, ich bin zurück mit einer Folge Hungry Acts. Ja, was soll ich sagen? Die Zuschauer wollten es, haben mir dieses Video vorgeschlagen. Der Kollege Pookie war auf dem GoFest, Alter. Ich wusste davon nichts. Wir hätten uns gerne treffen können. Alter, was ist mit dem Flackern da los? Auf jeden Fall lange nicht mehr reacted. Es war eigentlich nichts los. Wenn ihr wollt, dass ich zu den alten Folgen noch weiter reacte, ich hatte das ja angefangen und dann irgendwann wieder aufgehört, könnt ihr gerne einen Kommentar hinterlassen, ob ihr das sehen wollt. Aber jetzt, Pookie beim GoFest, er hat Jirachi gefangen. Eine geile Sache auf jeden Fall, Jirachi. Ich habe meinen auch. Nächsten Monat Safari-Zone, nicht Safari-Zone, GoFest, irgendwo in Asien und danach sollte die Spezialforschung für jeden verfügbar sein. Und dann könnt ihr euch auch einen Jirachi gönnen. So, wir starten. Und ich glaube, das ist tatsächlich das letzte Pokémon. Was? www. Yo Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Pookie. Schön, dass du wieder dabei bist und heute gibt es mal wieder eine Folge Pokémon Go. Yay, Pokémon Go! Genau, Leute, Pokémon Go ist auf jeden Fall am Start. Pokémon Go lebt! In Dortmund beim GoFest. Mit dabei ist der Marvin, was geht? Yo, was geht, Leute? Stellt euch jetzt mal vor. Alter, was geht ab, Marvin? Wir beginnen einfach mit dem Megafon. Ja, das wäre auf jeden Fall auch eine geile Sache. Und mit dabei ist noch MM-Management Kaiserslautern. Was geht? Leute, auf jeden Fall, ich war ewig nicht mehr in Pokémon Go, jetzt bin ich hier drin. Ja, und wir sehen Wunder, schon, du bist immer noch von dem Geist nicht, ich habe davon schon eines gefangen. Venus Liebes, ich habe wirklich keine Ahnung. Leute, verzeiht mir das wirklich, kein dass Problem. Ich hier überhaupt keine Ahnung habe von diesem Pokémon oder was da gerade abgeht bei dem Fest. Wir sind da einfach mal hingefahren, haben das Ticket bekommen von Niantic, also auf jeden Fall eine Ehrensache. Und haben uns jetzt gedacht, jo, wir zocken hier einfach mal ein bisschen. Und Leute, wenn ihr Pokémon auch feiert oder immer noch feiert und sehen wollt, dann lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, dass ich Bescheid weiß, ich würde sagen. Könnt ihr gerne machen. Aber bei mir, als die Zuschauer mir geschrieben hatten, dass ich darauf reacten soll und dass Pookie da eingeladen wurde, dachte ich, man hat ja Freunde in der Freundesliste und die Freunde konnten ja ein Ticket für einen kaufen. Ich dachte, irgendeiner seiner verrückten Zuschauer-Fans hat ein Ticket einfach so für ihn gekauft. Aber interessant, dass Niantic ihn eingeladen hat. Digga, Niantic, wo sind meine 30 Euro? Ich will mein Geld zurückhaben. Das ganze GoFest gibt sozusagen eine Mission. Und zwar, ich habe jetzt gerade schon das erste davon abgeschlossen, sage ich jetzt mal. Und zwar die GoFest 2019 Mission. Ja, aber die alle anderen nicht mal angefangen. Drei Geschenke an Freunde. Das ist ja schon mal relativ easy. Drei neue Freundschaften wird nicht das Problem sein, Leute. Wir gehen ja einfach mal über Freunde, Freundschaftsanfragen. Da habe ich ja noch genug von euch, die mich da immer angefragt haben. Zack, 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 alle annehmen. Und das waren jetzt schon mal drei. Das heißt, das haben wir auch schon mal geschafft. Und jetzt müssen wir noch drei Geschenke verschicken. Und dann sind wir schon mit der ersten Stage durch, also das ist ja schon mal relativ easy auf jeden Fall. Let's go, müssen wir erstmal hier die Geschenke aufmachen. Ich hoffe, ich habe Platz im Beutel. Ehrenmann. Ich kann dir auch noch einen schicken. Danke. So, auf jeden Fall, let's go. Was haben wir jetzt hier? Belohnung abholen und dann bekommen wir, wow, okay, gar nicht mal so übel. Die Belohnung 25 Pokéball-Bälle, 15 Lockmodule und 15 silberne Sananabären habe ich ja noch nie gehört. Okay, Leute, wie gesagt, ich war schon lange nicht mehr im Pokémon, also ich habe nicht so die Ahnung. Auf jeden Fall schauen wir mal, was die nächsten Kein Aufgaben Problem, haben. Kein Problem, Leute, ich lade ihn einfach rein. Okay, jetzt geht's aber los. Das wird ein bisschen dauern. Also, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns gleich. So, Leute, hier ein Meditalis oder keine Ahnung, wie man das ausspricht. Gerade bekommen, weil ich fünf verschiedene von irgendeinem Typen gefangen habe. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich fange hier einfach jedes Pokémon und dann gucken wir mal, wie schnell wir das auf jeden Fall hinbekommen. Und das ist auf jeden Fall schon mal direkt im First Try drin. Das freut mich doch schon mal, Leute. Meditalis, let's go. Nice. Wir sind jetzt hier bei der blauen Team Lounge. Ihr merkt schon, die Musik geht auf jeden Fall heftig ab. Es gibt für jedes Team eine Team Lounge. Mega coole Aktion eigentlich. Ja, können sich halt die Teams da treffen, ein bisschen chillen, Bier trinken, weiß nicht, was man da machen kann. Aber auf jeden Fall auch eine geile Sache. Und ich habe hier gerade ein Loch im Boden gefunden. Schaut euch mal dieses Loch hier an. Da kann man zum Beispiel auch einfach reingehen, ne? Und ihr glaubt nicht, wenn ich hier gerade getroffen habe. Ich will ihn jetzt halt gar nicht stören. Oh mein Gott, Spieletrend! Spieletrend! Seht ihr, Leute, was hier steht? Spieletrend. Und seht ihr, wer hier steht? Oh mein Gott, Spieletrend! Ich bin ein bisschen aufgeregt, um ehrlich zu sein. Ich glaube, er sieht mich gar nicht. Ich weiß auch nicht. Okay, also er ist schwer beschäftigt. So, hier ist er. Ich traue mich nicht, Hallo zu sagen, weißt du? Der Spieletrend. Soll ich Hallo sagen? Ja, sag mal Hallo. So, Leute, was geht? Ich habe jetzt von Pookie die Kamera übernommen.
Und wir gehen halt lassen hin. Entschuldigung, jetzt einmal Hallo in die Kamera sagen. Oh yeah, hallo. Wir sind hier auf Pukesler Kanal. Danke. So Leute, jetzt haben wir den kurz begrüßt. Eiskalt, ihn hat's gar nicht so gejuckt. Guck mal Leute, guck mal hier im Hintergrund, die sind immer. Ich bin jetzt gerade so gar nicht genug. Boxer im Hintergrund. Ja Mann Leute, kauft den Merchandise. So Leute, wir sind jetzt hier in so einer Gondel. Wir fahren einmal da über den Park rüber. Mega, mega nice auf jeden Fall. Und währenddessen natürlich Pokémon fangen, das ist schon lustig, ne? Schaut euch das mal an hier, Alter. So, oh mein Gott, das ist so hoch, Junge. Das haben wir auf jeden Fall doch. Alter, schau euch das mal an. Schau mal, wie weit das hier runter geht. Oh mein Gott, ey, ich hab jetzt einen Kopfspuck. Okay, easy boy. Oh mein Gott, diese Animation, ich hab sie noch lange nicht mehr gesehen. Leute, und schaut euch mal an, wie groß das hier ist. Also hier, das ist wirklich mega, mega crazy. Schaut mal, wie viele Pokestops. Die sind natürlich alle geboostert. Digga, das ist ein Pokémon, das du noch nicht hast. Das heißt, das sind auf jeden Fall einige Pokémon am Start. Leute, Perlu habe ich auch noch nie gesehen. Auf jeden Fall ein neues Pokémon habe ich noch nicht gefangen. Das heißt, das wird jetzt auf jeden Fall ein neuer Pokédex-Eintrag. Und Leute, ich habe wirklich so lange nicht mehr gezockt, dass ich echt gar keine Ahnung habe. Oh mein Gott, Alter, was hier so abgeht. Ich habe echt ein bisschen Angst, dass wir hier runterdroppen, ne? Und da ist der Pokédex-Eintrag schon am Start, Leute. Perlu. Gönn dir, Bro. Oh, das ist auf jeden Fall gut. Und wir checken auch gleich mal den IV-Wert, Leute. Ich muss echt wieder ein bisschen reinkommen in dieses Pokémon-Feeling. Ich habe keine Ahnung mehr. So, let's go. 2 und 3. Wir haben es gefangen. Die Emotionen. Ja. Okay, Leute, checken wir noch kurz den IV-Wert. Der Kollege weiß schon. Wertung. Und ja, okay, ist nicht so besonders gut, aber kann man auf jeden Fall machen. 825 WP ist schon stabil. So Leute, ich fange jetzt hier tatsächlich mein letztes Wasser-Pokémon und dann habe ich die Quest sozusagen schon mal abgeschlossen und komme in die nächste Stufe. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich habe ehrlich gesagt noch keine Ahnung, was man als Belohnung am Ende bekommt. Ich weiß es wirklich nicht. Ich lasse mich auch überhaupt nicht spoilern. Ich gehe hier einfach rein wie der letzte Noob-Player und wir lassen uns überraschen. So, wir gucken jetzt mal. Okay, wir haben auf jeden Fall jetzt hier schon mal, zack, eine Belohnung. Was bekommen wir dafür? Ich glaube, Xerox habe ich vorhin schon bekommen und ein Nidoking. Das ist jetzt auch ein Oh, ein Milotic, das ist aber crazy, schau mal. Das ist echt nice. Also die Belohnung war echt gut. Kann man schon mal machen, Leute. Ich würde sagen, mit einer Himbeere auf jeden Fall und einem Superball, das sollte dann hoffentlich reichen. Ja, Milotic ist halt schon ein nices Pokémon. Sieht echt fresh aus und kann man auf jeden Fall auch mal nehmen. Ne? Let's go. Und es bleibt auch beim ersten Mal drin. Perfekt. Besser kann es ja auch eigentlich gar nicht laufen. So, und jetzt gucken wir mal, was die nächsten Aufgaben sind. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Oh, Fotos machen da wir ist auf jeden Fall. Ja, wir hätten halt hier vorhin hingehen können, ne? Da sind halt richtig viele Wasser-Pokémon. Ja, okay, wir bekommen ein paar Superbrutmaschinen, goldene Himbeeren, Rauch und jetzt geht's weiter. Yo, was? 3 Inkognito, mach einen Schnappschuss von. Oh mein Gott, nee, oder? Yo, ist das okay? Okay. Das bedeutet, du musst nochmal das ganze Gebiet ablaufen. Also, wir haben jetzt hier das letzte Foto gemacht, also den letzten Schnappschuss und somit haben wir Stage 3 von 5 abgeschlossen. Wir bekommen auf jeden Fall ein paar Belohnungen und jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Was ist die nächste Aufgabe? Ich hoffe nicht, dass. Oh lol, da brütet direkt ein Ei aus. Lol, hä? Ich hab's einfach geskippt. Seit wann kann man die skippen? Hä? Lol, Leute, schaut euch das an. Ich wusste gar nicht, dass man die skippen kann. Ich habe jetzt 2 davon einfach geskippt. Kann man auf jeden Fall machen. Oh, what the fuck? Ich hab's noch nie gesehen, das Pokémon. Ich auch nicht. Aber anscheinend habe ich schon mal bekommen. Keine Ahnung, Leute. Okay, auf jeden Fall. Oh, Leute, die nächsten Belohnungen habe ich einfach schon direkt abgeschlossen. Also, die waren direkt schon fertig. Das heißt, ich bin jetzt tatsächlich eigentlich fertig, ne? Goldene Himbeere, Ladeterm. Was haben wir hier? Geheimnisvolles Pokémon erscheint. Begegnung beginnen, Leute. Und ich glaube, das ist tatsächlich das letzte Pokémon. Was? Okay, Leute, wir machen mal hier so ein Foto. Oh lol, okay, alle anderen sind verschwunden. Jetzt ist nur noch das hier da. Ich kann jetzt ein Foto machen. Aber das Foto brauche ich ja nicht, oder? Doch, jetzt musst du es fangen. Ich muss es einfach fangen. Okay, hä, aber ich kann den Ball hier nicht verwenden. Doch, du musst aber vorgehen oder so. Junge, der Ball ist hier verbuggt. Ich sehe gerade das Band von Oh jetzt, okay. So, jetzt bin ich aus dem Fotomodus raus und let's go. Detective Conan-mäßig vergleichen, das ist mein Bett. Warte, du musst mal die Kamera halten, film mich mal ein bisschen. Okay, Leute, also wir müssen das jetzt irgendwie im AR-Modus. Das ist auf jeden Fall richtig tricky. Junge, ich treffe das überhaupt nicht. Es ist Freitag und Sonntag. Es bewegt sich, okay. Samstag war, glaube ich, irgendwie gut. Einmal haben wir schon getroffen. Ich glaube, man muss es jetzt 3-mal treffen, soweit ich das jetzt mitbekommen habe. Und dann sollte es drin sein. Let's go, zack. Ah, Mann. Come on. Ja, zack, das war das 2. Mal. Mal schauen, was jetzt passiert. 1, 2. Das erklärt auch, wieso es relativ und der ist. Es kommt wieder raus. Und jetzt beim 3. Mal, let's go. Ich werfe viel zu weit. Leute,
Der war echt schwierig zu fangen, Alter. Der war auch so oft in dem Büro. Das dritte Mal getroffen mit einem Pokéball. Manager, danke übrigens fürs Filmen. Auf jeden Fall Ehre. Geht raus und wir haben es tatsächlich gefangen, Leute. Wir haben es geschafft. Leute, das kann ich bin gespannt auf die IV. Auf jeden Fall mega, mega nice. Jemand, der so wenig zockt, der kriegt doch von Netflix sicher 100er. Und dieses Pokémon gibt es nicht. Ich weiß nur bei diesem Pokémon-Fest in Dortmund. Und zwar Giratina. Mega, mega geil. Ist auf jeden Fall ein Stahl-Psycho-Pokémon. Und somit haben wir es eigentlich geschafft. Also, kann man auf jeden Fall mal machen. Pompoms haben von erst 3 Stück. Power-Up könnten wir natürlich machen, aber das brauchen wir jetzt erstmal nicht, Leute. Das war es dann soweit. Ne? Also mal schauen, was jetzt noch passiert. Zack, zack, zack. Okay. Und das war's. Also, wir sind. Nee, wir sind noch nicht durch. Mein Gigant hat nur 13,47. Let's go. Alles 2 Kilometer Eier jetzt. Leise. Aber ist egal, Leute. Hauptsache, wir ziehen irgendwas. Nee, hör. Jetzt geht's keines mehr auf. Aber wir brauchen nur noch ein Ei. Easy going. Okay, Leute, und das 5. Ei geht auf. Heute. Leute, das heißt. Shiny Magneto. Einfach so angeklickt. Seht ihr das? Und nochmal ein Tarnhändchen gezogen. Leute, ich bin. Beim Cooking-Video schon. Shiny Magneto. Ich hab 3 Stunden. Ich hab schon einen, aber trotzdem cool. Jetzt haben wir es endlich geschafft. Die letzte Belohnung wird abgeholt und dann können wir es hier, zack, let's go. 20 Hierarchie-Candies, 5 goldene Himbeeren und 5000 Sternenstaub. Und ja, somit haben wir es abgeschlossen, Leute. Mega, mega crazy. Feiert auf jeden Fall, Leute. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert meinen Kanal auch gerne mal kostenlos und schaut beim Marvin und beim Manager vorbei. So, Shiny Makuhita, seht ihr das? Läuft bei mir in letzter Zeit. Ja, das war ein nettes kleines Abenteuer von Pookie. Hat einfach Jirachi gefangen. Bisschen wenig Fokus auf die Shinies und die Cognitos. Nach meinem Geschmack gelegt. Also wahrscheinlich hat er nicht mal so viele gefangen und wollte da einfach nur die Quest schnell durchjagen. Und ich glaube, danach ist er wahrscheinlich auch einfach wieder gegangen. Er hat wahrscheinlich nicht 10 oder 8 Stunden durchgezockt. An sich gibt es nicht allzu viel zu sagen. Ich fand es lustig, wo er Spiele drin getroffen hat. Und sonst halt Glückwunsch zum Jirachi und man sieht sich nächstes GoFest-Video dann wieder. Wie gesagt, Leute. Falls ihr noch mehr React sehen wollt, gerne unten in den Kommentaren. Ansonsten Grüße gehen los an Pookie. Das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist serious business.